Wenn man ein paar Kisten währenddessen noch kaputt machen, nein, wenn wir so fahren. Nein, das geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jürgen hängen lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Mm. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von. Die Türen liegen unter seinem Tempel seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlor. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jitney. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Wir werden sehen. Wenn du nicht gleich von Anfang an die Gebiete so, dann das, dann das, dann das so abklappern. Mimi, mit dem Weg erzählst du die Geschichte weiter? So. Wegvergnügen. Oh. Thor zerschmettert Hrungnirs Schädel aus Stein und der Riese fällt mit einem Knirschen auf ihn. Lass dir das eine Lehre sein. Die Wahrheit ist selten so hübsch wie Mythen und Legenden. Mmh, nice. Tja, und wo geht's jetzt hin, wa? Wir können mit dem Boot hier angehen. Ja. Ja, da werden wir sich jetzt eine haben. Hast du da draußen was gesehen? Drehen, so. Den Turm? Ich sehe keinen Turm. Vielleicht nur Einbildung. Interessant. Alter, was hat denn der für Fähigkeiten, dass der Sachen sieht und hört? Das ist ja Wahnsinn. Faszinierend. Oh, gibt es da jetzt einen Geheimgang oder wie? Dass man da schnell da reinkommt. Dass man da jetzt nicht von A nach B laufen muss. Oh, Tyrs Gruft liegt hinter dem magischen Schloss. Nee, yes. Einmal. Ja, schaut gut aus. Perfekt. Oh, sogar noch ein Bruder ist noch schade, dieser. Yes. Yeah. Oh, man. So geil. Wow, ich kann nicht glauben, dass wir Tyrs Gruft betreten. Noch so ein Ding. Okay, dann wird es wahrscheinlich auch den anderen Durchgang geben. Ja, und du wirst halt was da rein schreiben, Bulli. Das ist Tyr, aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenkten. Hey! Doch die Riesen wohl auch Top dich aus. Los. Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Atreus. Komm, du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt. Manch... Oh, war das zu schnell? Tut mir nein, leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Hä? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Hi? Es habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ja! Oh, wie geil! Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich doch deinen Vater!
Scheiße. Hab ihn kaputt gemacht. Oh, nice. Nein. Oh, geil. Oh, nice. Oh, wie Angst, das ist geil. Nein. Wir sehen uns wieder. Bruder, der Junge. Atreus. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Na dann, so schnell wie es geht. Ich würde gleich mal sagen, durch die Abkürzung, oder? Durch die Mine. Wo wir das letzte Mal schon durchgegangen sind. Weil das ist gleich da dahinter. Ja, das ist der richtige Weg. Jetzt habe ich mir gedacht, der geht von selber. Nimm das Buch. Was ich kurz sagen will, ist nicht weit. Tja, anscheinend finden sie uns relativ schnell. Also der Bruder hat uns schon mal schnell gefunden. Uh-oh. Ich würde mal sagen, Thor ist nicht gut begeistert. Er sucht nach uns, so wie das Wetter so drauf ist. Oh fuck. Kein Gefleuschall oder so. Der einzige Hut auf dich. Vor allem seit du angefangen hast, seine Sippe auszuwischen. Freyas Wald ist ein blinder Fleck. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt in einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber ein Gott, der denkt, er ist sterblich. Das muss wesentlich schlimmer sein. Wir sind fast da. Ein Gott, der war... Naja, er ist ja eigentlich Halbgott. Wenn das ein richtiger Sohn ist, dann ist er auch eigentlich Halbgott. Außerdem vielleicht... Ja, dann wird er vielleicht ein bisschen mehr Gott sein, wenn vielleicht die Frau... Aber die Frau ist ja auch ganz... Ja, nicht jetzt ganz normal, aber sie ist schon eine ordentliche Kriegerin gewesen. Wird fix dann noch irgendwelche Gänge kommen. Also wenn sie alle ausgelöscht haben. Das wäre praktisch. Wow, ganz klein. Jemand hat gerade die Schlange gerufen. Ja, das wird wahrscheinlich jemand Wichtiges gewesen sein. Ah, da wird sich nicht sein. Da wird sich nicht sicherlich kommen und entschuldigen. Wer weiß denn, sag mir's bitte. Oh, er wird ungeduldig. Nicht, dass er gleich selber aufspringt. Ich hätte es so erwartet, dass er jetzt gleich ja, selber aufspringt, weil es ihm zu lang dauert. Die Frage ist auch noch, ob es zu Hause ist. Es wird schlimmer. Er zittert. Es ist ernst. Wir müssen uns beeilen. Du bist relativ stark, du kannst das durchlaufen. Freya! Öffne die Tür! Du musst uns helfen! Vibe, hörst du mich? Vibe? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin, verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen, kämpft in ihm. Ich bin daran schuld.
Hilfst du mir? Natürlich. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hier. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Oh, krieg mal jetzt was Neues. Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor hast, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Vielleicht die Klinge. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Hey, beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim, bleib stark. Tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Geil. Alter, er geht nach Hause, Gast. Nee, er hat sogar geschworen, die Klingen. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. Oh. Der auf nach Hause, gell? Und, ist das Wetter noch immer so scheiße draußen? Nee. Das ganz nett aus. Ausgerechnet, yep. Helhe. Geht's dir gut, Bruder? Ich will nur mal an, was nötig ist. Lass mich in Ruhe. Wie du wünschst. Nope. Das Wetter wird schlimmer. Wird doch nicht so eine nette Kreuzfahrt wie gedacht. Nee, ich glaube nicht die Klingen, obwohl es geschworen hat, das alles nur da. Das könnte geil werden, wenn wir jetzt die Klingen benutzen könnten oder so. Aber der Ball. Oder, boah, das wäre so geil. Oh mein Gott. Dachte, wenn wir den Boom nicht dabei haben, können wir jetzt auch nicht in einen Bereich absuchen, aber ist egal. Wenn wir wirklich nach Hause kommen, also wenn der jetzt wirklich zu seiner Hütte geht, dann haben wir wenigstens dann den Reisepunkt fix. Das ist immerhin etwas Gutes. Ah, Hallöchen. Geil! Oh mein Gott, geil! Und weg ist sie. Oh, geil! Oh mein Gott! Wer davon? Ich will mehr davon! Tja, ich will nicht wissen, wie dann die Wetterprognose ist, wenn wir dann den zweiten Song gefiltert haben. Oder wenn wir Tor getötet haben. Da wartet die Schar nach oben. Das ist super. Hi. Da macht sich schon definitiv bereit dazu, dass er mir eine haut. Oh. Ja. Der da oben. Hi.
Soldaten schon alle drauf. Super. Aber wie sich das so schnell verbreitet hat. Ja, der Sohn ist tot. Wahnsinn, Alter. Wie schnell das gegangen ist. Ah, jetzt sind wir allein unterwegs. Ah, ja, 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 ja. Da wissen wir dann nicht so ganz genau, wie wir dann so teilweise da ein paar Sachen dann, ein paar Gegner dann erledigen könnten, weil der Sohn ist schon sehr hilfreich. Der Sohn ist sehr, sehr hilfreich und wenn wir den nicht haben, ist das falsch. Fuck, ich hab gar nicht checkt. Fuck. Achso, wer vor. Fuck. Nee. Das weggegeben. Was? Fängt von in die Fresse. Ja. Schön brav das Schild benutzen, so wenn ihn dann noch deppert er herkommt. Nice. Und wenn er schnell ist. Ah. Nein. Ja, jetzt wünsche ich es mir gar nicht, dass wir ein paar mehr Moves haben damit. Aber nur ein bisschen. Warte. Ich glaube, so Stärke ist da. Aber es geht eh. Ah, Stärke ist nicht so tragisch. Nicht mehr so nicht. Geht eh. Hi. Da stehen noch mehr. Super. Super, 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 super. Ich glaube, hinter mir sind. Ich glaube. Und wieder nach weg. Währenddessen können wir den doch. Noch ein Upgrade machen, bis wir da fertig sind. Ha! Jetzt kriegt er. Da ist er geflohen jetzt. Oh, das ist cool. Da haben wir es doch cool. Was? Na dann, rein mit uns und ich bin gespannt, was es sich da holen wird. Ich hoffe so sehr, dass das die Klingen sind. Komm schon, mach's nicht so spannend. Oh mein Gott. Es wirkt so danach. Mach's nicht so spannend. Bei der Kamera. Bitte zeig. Oh, geil. Die Klingen. War schon aber auch schon ordentlich ramponiert aus, bis deppert. Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Nice. Aber oh, ich bin nice. Nicht länger dein Monster. Was gibt's denn da für eine Extra-Story? Vielleicht.
Oh, kommt's her. Geile Scheiße. Ha, geil. Wie kann ich die jetzt wieder aktivieren? Ah, so. Komm ich hier schon von mir gehabt. Ja, sehr praktisch gegen die Gegner. Sehr praktisch. Oh nein. Von hinten kein Problem. Jetzt haben wir so eine richtig schöne Reichweite und so. Geil. Kommt durch her, kommt alle durch her. Oh mein Gott, wie geil. So geil, Alter, das ist doch gleich ein sehr nice, dass du es mehr machen kannst. Fuck. Kann man? Ja. Oh, nice. Geil. Geil. Oh mein Gott, geil. Oh, warte, warte, warte. Alter, wie viel man kann man da machen? Okay. I'm a rage mode. Oh, das ist... Oh, da kann ich da paar Schnauben hängen. Hi, Bro. Oh, wie uns angreifen wollen. Das ist süß. Der letzte. Na dann. Und tschüss. Geil. Oh, also, ich ja. Glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt in deinem eigenen Vorgang. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim, ja? Ja, definitiv. Na dann, Teleportation. Ha, Brooksladen. Können wir eigentlich immer dorthin. Na dann. Auf zu Brooksland! Hindurch, mein Freund. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Nö. Besser nicht. Von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Trotzdem, besser nicht. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Göttlicher geht's doch nicht. Göttlicher geht's doch nicht, oh mein Gott. Ach, das Scheiße, das ist geil. Na dann, reinspaziert, reinspaziert. Hi. Hey, du stinkst nach fremder Magie. Yep. Beim Stoß der Freya. Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Yep. Wird es auch nie werden. So, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Sag, wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Geil. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Hä? Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Ja, hast du. Arbeit hier. Das wäre schon geil. Ist genug. Na gut. Oh. Und wohin ja, bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim. Verdammt, so ernst ist es. Ich werde dich im Auge behalten. Chaos klingt Chaos. Lang. Oh, scheiße. Jetzt können wir das nicht. Fuck. Oh. Axtverbesserung. Nice. Nice. Definitiv Axe besser. Gas. Ja, da müssen wir halt. Besser nicht.
Ist er nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Was haben wir da? Zauber zum Beispiel. Oh, Vitalität. Boah, das kann dann schon was. Abklingzeit. Ja, ich kaufe das nicht so mal so ein Stück. Wieso nicht? Vitalität ein bisschen mehr. Auferstehungszauber. Magischer Stein, der Kratzen mit vollständig hergestellter Rage und etwas Gesundes wiederbelebt. Drücken Sie ihn, wenn Kratos stirbt, damit Atreus ihn wieder ins Leben. Das ist sehr gut. Ha, jetzt haben wir mehr Ressourcen. Beckenschlangen. Warte kurz. Meng. Schuppen. Okay. Okay, Frostflamme haben wir halt nicht, das haben wir auch nicht. Aha, da für eine Brustrüstung bräuchten wir Fatalstahl. Ressourcen. Perfekt. Eins, zwei. Ah, so lange muss ich es noch leisten können. Wie viel brauchen wir eigentlich? Mal. Brustrüstung. Oh, fuck. Was Falsches gekauft. Super. Nice. Also eigentlich eh nichts Neues. Ja, wie so nice. Nice. Na dann. Da ist man. Passt. Na gut. Kaufen, verkaufen. Nee. Perfekt. Dann neue Fähigkeiten. Perfekt. Chaos klingen geil. Ja, wir müssen aber der Chaos. Mentalangriff. Oh. Ja, da müssen wir definitiv mal. Leider können wir nicht die nächste gelegene Stufe kaufen. Oder quasi dran arbeiten. Deathhorn. Hey, wo ist hier? Hoffentlich alles. Was geht? Perfekt. Da, ja, Rage Mode, ja. Oh, mio. Oh. Ah, leider da noch nichts. Da leider auch nichts. Und dies nicht mehr. Na, dann. Let's go. Haben wir sich einer? Hauen wir sich an, Leute, und ich würde sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.